Hallo Yu-Gi-Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag den Judge, eurer Anlaufstelle für Regelfragen rund um das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Viele neue Regelfragen haben mich unter dem aktuellsten Frag den Judge Video erreicht und ich habe mir auch dieses Mal wieder 10 Fragen davon rausgepickt, die ich euch heute wieder vorstellen und einmal erklären möchte. Bevor wir aber allerdings anfangen, gibt es natürlich wieder die regelmäßige Verlosung. In Zusammenarbeit mit Ultimate Guard verlosen wir heute einmal eine wunderbare Premium Protection Deckbox. Ne, also von daher schon mal schick, 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 eine Synergy-Deckbox. Und passend dazu legen wir noch einmal ein Päckchen blauer Cortex-Leaves obendrauf. Eigentlich gefallen mir die Sachen viel zu gut, als dass ich euch verlosen sollte. Aber ich bin mal heute gnädig und gebe euch die Möglichkeit, diesen tollen Preis zu gewinnen. Indem ihr auch nur 3 einfache Dinge getan haben müsst. Nämlich einmal das Video liken, ein Abo dalassen und natürlich noch einen netten Kommentar. Am besten mit einer Regelfrage unter dem Hashtag FragDenJudge unter dem Video dalassen. Dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Und ich drücke natürlich wieder allen Teilnehmern kräftigst die Daumen. Ja, bevor wir jetzt mit den Fragen loslegen, wichtig hierbei nochmal, falls ihr euch nochmal für wichtige grundlegende Sachen interessiert, schaut auf jeden Fall in unserer Tutorial-Reihe einmal vorbei oder auch das Video 8 Regeln, die jeder kennen sollte. Wichtige Begebenheiten, die das Spiel mit sich bringt und nicht im Regelbuch zu finden sind, werden dort einmal erklärt. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge von Frag den Judge. Die erste Frage bezieht sich auf den neuen Support, den das lichtverpflichtete Thema bekommen hat. Die Rede ist hier in dem Fall im ganz Speziellen von der Karte Weiß, dem lichtverpflichteten Erzunterwäldler bzw. der lichtverpflichteten Erzunterwäldlerin. Hier hat nämlich unser Zuschauer geschrieben, wenn ich den Effekt von Weiß, lichtverpflichtete Erzunterwäldlerin, aktiviere und als Kosten eine Karte auf das Deck lege, muss ich die Karte meinem Gegner vorzeigen, um zu beweisen, dass es tatsächlich eine legitime Karte ist, oder muss man meinem Gegner da einfach vertrauen? In dem Fall müsst ihr dem Gegner auch die Karte, die ihr auf das Deck legen wollt, vorzeigen, um auch zu beweisen, dass ihr die entsprechend gültige Karte für den Effekt von Weiß, lichtverpflichtete Erzunterwäldlerin, auf das Deck gelegt habt. Gleiches gilt grundsätzlich bei allen anderen Karten auch, die ihr entsprechend als Kosten erbringen müsst. Selbst wenn sie dann durch das Erbringen der Kosten offen sichtbar sind, müssen auch Karten, die dann mehr oder weniger hier als verdeckte Karte oben auf das Deck gelegt werden, vorher einmal vorgezeigt werden, damit ihr auch entsprechend die Gültigkeit der Aktivierung dieses Effektes nachweisen könnt. Klar, jetzt könnte man theoretisch auch argumentieren, dass natürlich durch den weiteren Effekt von Weiß die Karte anschließend ja auch vom Deck auf den Friedhof gelegt wird und dann sowieso gezeigt wird, dass die entsprechende Karte gültig gewesen sein muss. Es kann allerdings natürlich durch gewisse Umstände auch dazu kommen, dass die Karte vielleicht gar nicht mal vom Deck auf den Friedhof gelegt wird und dementsprechend ist dieser Beweis natürlich nicht mehr offensichtlich. Dementsprechend muss man schon im Vorfeld auch grundsätzlich, wenn man halt Kosten für einen Effekt erbringt, auch diese entsprechend vorzeigen, damit man sie auch entsprechend ja auch als gültige Aktivierung mehr oder weniger nachweisen kann. Die nächste Situation sorgt durchaus mal wieder für Verwirrung, ob diese, ob das jetzt tatsächlich möglich ist oder nicht. Denn die gute Karte Tal der Toten sorgt immer mal wieder für ein bisschen Verwirrung, insbesondere weil über die Jahre hinweg sich ihr Effekt ständig irgendwo ein bisschen, zumindest was den Text angeht, geändert hat und dementsprechend nicht klar war. Kann ich gewisse Karten benutzen, auch wenn Tal der Toten auf dem Spielfeld liegt? Hier war konkret die Frage, wie sieht es mit Tal der Toten und den Horus-Karten aus? Kann man die Horus-Monster, zum Beispiel Amset Ehre des Horus, aus dem Friedhof spezial beschwören, obwohl Tal der Toten aktiviert ist? Nein, das funktioniert tatsächlich nicht, denn sowohl bei den Horus-Monstern als auch bei Karten wie beispielsweise Graffa, dem Drachenherrscher der finsteren Welt, ist es so, dass wir hier einen nicht aktivierten Effekt haben, mit dem wir diese Monster vom Friedhof spezial beschwören. Und Tal der Toten unterbindet genau solche Effekte. Es gibt allerdings ein, zwei wenige, sag ich mal, speziellere Alternativen bzw. Ausnahmen, die unter Tal der Toten funktionieren. Ein super anderes super Beispiel hierfür ist der abgeheuerliche Lubellion.
Seine Beschwörung wird hierbei nicht als Effekt behandelt, sondern wirklich als Beschwörungsmechanik, die er auch unter Tal der Toten benutzen kann. Auch wenn der Text offensichtlich oder augenscheinlich erstmal identisch oder halt sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem von den Horusmonstern als auch Graffa ist, gibt es hier einen wesentlichen Unterschied bei unserem Lubellion. Denn Lubellion selber kann nur auf genau diese eine Art und Weise beschworen werden. Das macht halt der erste Satz in seinem Effekt schon mal ganz klar deutlich, dass er halt nur durch seinen eigenen Effekt entsprechend beschworen werden kann. Und dementsprechend ist das hier so ein indirektes Signal dafür, dass unser Lubellion unter Teil der Toten beschworen werden kann. Aber Karten wie Graffa oder unsere Horusmonster, welche auch auf andere Arten und Weisen beschworen werden dürfen, theoretisch durch andere Effekte, entsprechend hier ihre eigene Beschwörung als nicht aktivierter Effekt behandelt wird. Falls ihr eine exakte Liste aller Karten haben wollt, die nicht unter Tal der Toten beschworen werden können, schaut am besten mal in die offizielle Kartendatenbank nach für die Karte Tal der Toten. Geht da einmal dann auf die japanische Version der Karte Tal der Toten und geht dann in den Reiter der FAQs. Dort gibt es da direkt den ersten Eintrag, auch einen Hinweis dazu, welche Karten vom Friedhof beschworen werden können und welche nicht, weil sie entsprechend als nicht aktivierter Effekt bzw. als Beschwörungsmechanik behandelt werden. Kann ich nur empfehlen, lohnt sich manchmal da ein bisschen nachzugucken. Die nächste Frage dürfte vorrangig für die Rotdrachen-Erzunterwäldler-Spieler oder aber auch die Zenturien-Spieler interessant sein. Denn hier ist so ein bisschen das Zusammenspiel mit dem Effekt von dem glühenden Rotdrachen-Erzunterwäldler König Elend entsprechend was beschrieben. Die Frage war, wenn ich verschiedene Saurier durch seinen Effekt abwerfe, kann ich dann Effekte wie den Beschwörungseffekt von seelenfressender Oviraptor nutzen, wenn der Gegner vorher einen glühenden Rotdrachen-Erzunterwäldler König Elend beschworen hat? Durch den Verschidosaurier sind ja Dinosaurier erstmal von Effekten unberührt, oder? Nein, das funktioniert tatsächlich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Effekt des glühenden Rotdrachen Erzunterwäldler König Elend hindert den Spieler daran, dass er irgendwelche Karten oder Effekte von Karten, die er kontrolliert, aktivieren darf. Das heißt, es sind nicht in dem Fall die Monster davon betroffen, also es werden dann nicht aktiv die Effekte von Monstern annulliert, sondern es wird dafür gesorgt, dass der Spieler entsprechend hier gar nicht erst dazu kommen kann, Effekte zu aktivieren. Das heißt, der Schutzeffekt, der dafür sorgt, dass durch den Verschidosaurier Dinosaurier-Monster auf dem Spielfeld von aktivierten Effekten unberührt sind, der kann gar nicht erst wirklich wirken, weil eben nicht die Monster, sondern der Spieler des jeweiligen gegnerischen Decks von dem Effekt von unserem König Elend betroffen sind. Dass Fusionsmonster nicht nur als Fusionsbeschwörung beschworen werden können, zeigt die nächste Situation. Hier schreibt nämlich ein Zuschauer: Ich hätte mal eine Frage zur neuen Jubel-Fusion Phantom von Jubel. Sie sagt ja selbst, dass man sie nicht als Fusionsmaterial verwenden darf. Es ist bei uns aber die Frage aufgekommen, ob man sie sich selbst zum Beschwören verwenden kann. Es ist zwar eine Spezialbeschwörung, aber keine Fusionsbeschwörung, aber sie kann wahrscheinlich wegen der Einschränkung, also der Restriction, nicht als Material gewählt werden und nur mit Albtraumthron ins Extradeck zurückwandern. Oder? Tatsächlich ist es so, dass eine Fusionsbeschwörung zwar eine Spezialbeschwörung ist, aber die Spezialbeschwörung eines Fusionsmonsters nicht zwangsläufig auch eine Fusionsbeschwörung sein muss. Das zeigt die Karte Phantom von Jubel relativ eindeutig. Denn man kann das Phantom von Jubel als Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck-Beschwörung, nicht als Fusionsbeschwörung hierbei, indem man die passenden Materialien wieder zurück ins Deck bzw. ins Extra-Deck mischt. Das heißt, die grundsätzliche Beschwörungsform, die hier genutzt wird, um das Phantom von Jubel zu beschwören, ist keine Fusionsbeschwörung im eigentlichen Sinne durch einen Fusionseffekt, sondern eine Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck und nutzt hier keine Fusionseffekte. Das heißt, die Einschränkung von Phantom von Jubel greift nicht bei ihrer Beschwörung aus dem Deck. Das heißt, man kann tatsächlich ein Phantom von Jubel, was sich im Friedhof befindet, für die Spezialbeschwörung von einem anderen Phantom von Jubel aus dem Extra-Deck verwenden. Und so kann man sich halt immer wieder einen kleinen Zyklus bauen und immer ein Phantom von Jubel recyceln für ein anderes Phantom von Jubel. Als nächstes lösen wir mal ein bisschen Verwirrung, was so die Eigenschaften von Pendelmonstern angeht. Hier war die Frage: Wirken Karteneffekte, die sich explizit auf normale Monster beziehen, auch auf Pendelmonster, die Vanilla sind? Zum Beispiel bei den Draconia-Karten. Hier habe ich mal den Dragoner von Draconia als Beispiel mitgenommen.
Ja, Pendelmonster zählen immer, wenn sie nicht gerade in der Pendelzone liegen, immer als der Kartentyp, der quasi in der oberen Kartenhälfte aufgedruckt ist. Und bei den Karten Draconia-Karten beispielsweise ist ihr eigentlicher Kartentyp halt der eines normalen Monsters. Dementsprechend funktionieren alle Effekte, die sich explizit auf normale Monster, solange sie sich entsprechend in der Main-Monster-Zone befinden. Die nächste Situation dürfte vermutlich die Schwarzflügelspieler unter euch interessieren. Die Frage von unserem Zuschauer bezieht sich hier auf schwarzgeflügelter Sturmangriffsdrache. Er verteilt hier Schaden und bekommt eine Zählmarke bei der Auflösung eines gegnerischen Monstereffekts. Wie läuft das, wenn der Monstereffekt mit Aschenblüte und Freudiger Frühling annulliert wird? Findet da eine Auflösung statt und bekommt der Drache dann die Zählmarke und fügt Schaden zu? Wird ein einzelner spezifischer Effekt durch eine Karte wie beispielsweise Aschenblüte und Freudiger Frühling annulliert, so löst sich dieser Effekt auch nicht auf. Das bedeutet, dass in dieser Situation, wenn ein gegnerischer Monstereffekt durch eine Aschenblüte und Freudiger Frühling annulliert wird, dass der schwarzgeflügelte Sturmangriffsdrache hier keine Zählmarke bekommt und dementsprechend auch hier keinen Schaden austeilen darf. Ein bisschen anders wäre das, wenn grundsätzlich alle Effekte eines Monsters annulliert werden und der Gegenspieler trotzdem versucht, einen Effekt des gegnerischen Monsters zu aktivieren. Der in dem Fall aktivierte Effekt löst sich in dem Fall auf, wird aber bei der Auflösung annulliert, was aber dafür sorgt, dass der schwarzgeflügelte Sturmangriffsdrache hier entsprechend seine Zählmarke bekommt und dem Gegner entsprechend den Schaden zufügt. Eine solche Situation kann man beispielsweise herstellen, indem man einfach ein gegnerisches Monster mit Effektverschleierern annulliert und der Gegner einfach versucht, trotzdem seinen Effekt zu aktivieren und aufzulösen, was aber nicht erfolgreich passieren kann, weil die Effektverschleierin in dem Fall die Effekte des Monsters bis zum Ende des Spielzuges annulliert. Dementsprechend löst sich der Effekt trotzdem auf, nur halt ohne Wirkung, und dann kann der schwarzgeflügelte Stromangriffsdrache mehr oder weniger ganz normal zuschlagen. Die nächste Frage richtet sich im Prinzip an das Handling von Monstern, die in der Zauber- und Fallenzone liegen und für welche Karten und Effekte man sie noch weiterhin benutzen kann. Hier war die Frage aus dem Umfeld der Feuerkönig-Karten. Wenn ich ein Feuerkönig-Monster, zum Beispiel den Feuerkönig-Avatar Baron, in der Zauber- und Fallenzone als beispielsweise permanenten Zauber liegen habe und mein Gegner aktiviert einen Monstereffekt und ich will das mit Feuerkönig-Avatar Arvata annullieren, oder ich will den Effekt von Avatar Arvata aktivieren, um diesen Effekt zu annullieren. Darf ich dafür das Monster in der Zauber- und Fallenzone nehmen? Also darf ich es dann durch den Effekt von Arvata zerstören? Oder muss ich ein Monster vor meinem Feld oder meiner Hand nehmen? In dieser Situation darf man keines der Monster in den Zauber- und Fallenzonen verwenden. Der Grund hierfür ist, dass Feuerkönig Avatar Arvata ein Feuerkönig-Monster zerstören muss. Monster in der Zauber- und Fallenzone werden grundsätzlich nicht als Monster behandelt. Sie sind aber weiterhin eine Monsterkarte. Das ist ein wesentlicher Unterschied, der beispielsweise bei den Therion-Karten ja durchaus genutzt werden kann. Denn wenn man sich hier die Therion-Karten ein bisschen genauer anguckt, dann beziehen sie sich auf Therion-Monster-Karten. Das heißt, hier spielt es keine Rolle, ob sich dann die entsprechende Therion-Monster-Karte in der Main-Monster-Zone oder in der Zauber- und Fallen-Zone befindet. Sie sind trotzdem valide Materialien oder halt Ziele für die entsprechenden Effekte. Dadurch, dass aber das Feuerkönig-Avatar Avatar ein Feuerkönig-Monster zerstören muss, also was auch vom eigentlichen Kartentyp auch dann als Monster behandelt wird, kann er hier nur Monster auf der Hand oder auf der Spielfeldseite für seinen Annullierungseffekt entsprechend zerstören. Spieler suchen immer nach kreativen Möglichkeiten, gewisse Situationen mehr oder weniger auszukontern. Und hier ist eine sehr spezielle dabei, die ich sehr interessant finde. Hier schrieb nämlich ein Zuschauer: Hallo, kann ich mit dem Dimensionsverschieber eine Fusionsbeschwörung unterbinden, sofern für die Beschwörung das Material auf den Friedhof gelegt wird, beziehungsweise ist eine Fusionsbeschwörung nur dann gültig, wenn das Material auf den Friedhof kommt, zum Beispiel wenn ich dafür eine normale Polymerisation verwende. Für eine Fusionsbeschwörung hat es keine Relevanz, dass das Material entsprechend an seinem regulären Zielort, in den meisten Fällen ist das der Friedhof, ankommt. Das heißt, man kann den Dimensionsverschieber nicht nutzen, um beispielsweise eine Fusionsbeschwörung durch Polymerisation oder markierter Fusion oder wie auch immer zu unterbinden. Das heißt, das Fusionsmaterial, was entsprechend auf den Friedhof gelegt würde für den Fusionseffekt, muss nicht im Friedhof ankommen, damit das Fusionsmonster erfolgreich beschworen werden kann. Also von daher, das funktioniert leider nicht.
Also von daher einfach weiterhin versuchen, andere Ideen und Möglichkeiten zu finden, wie man Fusionsbeschwörungen mehr oder weniger aushebeln kann. Als nächstes kommen wir zu einer, sag ich mal, mehr policy-lastigen Frage, die sich wie folgt, wie folgt formuliert wurde. Wenn ich auf einer Local bin, bin ich verpflichtet, die Verteidigungspunkte meines Monsters zu sagen, wenn es sich in verdeckter Verteidigungsposition befindet? Grundsätzlich ist es so, dass alle Attribute einer Karte, dazu gehören die Eigenschaft, also Licht, Feuer, Wasser und so weiter, der Typ, die Angriffspunkte, die Verteidigungspunkte, ob es ein Empfängermonster ist oder nicht und so weiter und so fort. Also alles, was quasi auf einer Karte gedruckt sind, sind erstmal per se öffentliches Wissen. Sollte sich ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition auf dem Spielfeld befinden und der Gegner kann ganz genau benennen, um welche Karte es sich handelt oder er nennt einfach konkret den Namen der entsprechenden Karte, von der er Informationen haben möchte, dann müsst ihr eurem Gegner grundsätzlich immer wahrheitsgemäß die entsprechenden Merkmale der Karte nennen, sei es der Effekt, sei es die Angriffs- oder Verteidigungspunktzahl oder wie auch immer. Dementsprechend ist es halt hier immer Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Also ihr dürft hier nichts verschweigen oder sagen, ja, keine Ahnung, das muss ich dir jetzt nicht sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Solange man klar identifizieren kann, um welche Karte es sich handelt, selbst wenn die Position auf dem Spielfeld nicht unbedingt bekannt ist, aber man weiß, dass sich dieses Monster auf dem Spielfeld befindet, kann man grundsätzlich immer jegliche Eigenschaften einer Karte erfragen und muss sie entsprechend auch wahrheitsgemäß seinem Gegner nennen. Falls man gerade irgendwie unsicher ist bei gewissen Sachen, kann man im Notfall auch beispielsweise die Neuron-App zur Hilfe nehmen und da in der Kartendatenbank dann entsprechend sich die Karte angucken und weiß dementsprechend auch, wie hoch beispielsweise hier die Verteidigungspunktzahl eines gewissen Monsters ist. Die letzte Frage des heutigen Videos bezieht sich auf eine Karte, die jetzt neu dazugekommen ist mit Battles of Legends Terminal Revenge. Die Rede ist hier von Lancia, dem Urdrachen vom Eisberg. Hier hatte jemand geschrieben, ich habe folgende Frage zur Karte Lancia, Urdrache vom Eisberg. In dem Fall gehen wir nur auf den ersten Effekt ein. Zählt der Effekt für jede Art einer Spezialbeschwörung oder zum Beispiel nur bei Fusion und nicht bei Linkbeschwörung, weil Fusionsbeschwörungen eine Kette bilden und Link nicht? Jein, also grundsätzlich ist es richtig, dass Link- oder auch Synchro-Beschwörungen bzw. Exist-Beschwörungen Beschwörungen per Mechanik sind und dementsprechend keine Kette starten. Die Einschränkung, dass der Effekt von Lancia Urdrache vom Eisberg nur einmal pro Kette verwendet werden kann, hat einfach den Hintergrund, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass innerhalb einer Kette aus mehreren Effekten es passieren kann, dass hier nacheinander mehrere Monster beschworen werden können. Und damit halt hier Lancia nicht mehrmals oder im Anschluss auch der Auflösung dieser Kette mehrmals seinen Effekt effektiv triggern darf, um halt hier mehrere Monster innerhalb einer neuen Kette zu beschwören, hat man die Einschränkung auf einmal pro Kette gelegt, so dass Lancia nur für eine von den Beschwörungen, die innerhalb einer Kette passiert sind, auch entsprechend ein Eisbarriere-Monster von den jeweiligen Orten entsprechend beschwören darf. Das heißt aber nicht, dass entsprechend Link-Beschwörungen mehr oder weniger ausgenommen sind von seinem Effekt, denn auch auf die erfolgreiche Link-Beschwörung eines Monsters kann tatsächlich Lancia auch seinen Effekt aktivieren, um hier entsprechend ein Eisbarriere-Monster zu beschwören, auch wenn eine Beschwörung per Mechanik, also eine Link-Synchro- oder Exist-Beschwörung, keine Kette startet. Aber in dem Fall kann halt Lancia diese Beschwörung dieses Monsters als Trigger nehmen, um entsprechend seinen ersten Effekt zu aktivieren. Das waren sie, die 10 Fragen für dieses Mal. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt einfach eure Regelfrage unter die aktuellste Folge der Frag den Judge Videoreihe. Dann werden wir euch die Frage in den Kommentaren beantworten. Und mit ein bisschen Glück landet sogar eure Frage in einer der nächsten Folgen unserer Frag den Judge Videos. Falls euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, lasst gerne nochmal ein Like da und vergesst natürlich das Abo auf dem Kanal nicht. Über jeden Support von eurer Seite freuen wir uns natürlich herzlich. Und jetzt sage ich immer noch mal Dankeschön fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!